Es ist wieder Donnerstag, kurz nach 12:30, 17. April. Wir haben in 2 Tagen das Heimspiel gegen die Stuttgarter Kickers vor uns, Ostersamstag. Vielen Dank an die Kollegen oder den Kollegen, Thorsten. Schöne beste Grüße auch an Warren im Namen des Trainers für das wunderschöne Osterei. Zum Spiel gegen die Stuttgarter Kickers sind, es waren gestern Nachmittag 16 Uhr, über 10.000 Karten verkauft. Das sollte jetzt wohl an die 11.000 rangehen. Die zweite schöne Sache, auch danke an HFC Fanprojekt und oder das Fanprojekt Halle und das HFC Fanszene e.V., die eine Spendenaktion initiiert hatten für solche Leute, die aus den Kombi-Tickets Hansa Rostock, Stuttgarter Kickers, das Stuttgarter Kickers wegen Ostern oder aus anderen Gründen nicht nutzen konnten. Es sind insgesamt 113 Tickets gespendet worden. Interessanterweise und jetzt via Videobotschaft auch Dank an Hansa Rostock, die Fans, die auch einige zur Verfügung gestellt haben. Und die werden am Samstag, diese Tickets werden genutzt vom hauptsächlich vom Deutschen Kinderschutzbund Mansfeld Südharz, die mit dem ganzen Bus dann hier und Begleitung vom Fanprojekt hier anreisen werden. Weitere Karten sind hier in Halle gegangen an sozial schwache Familien des Christian-Wolf-Gymnasiums in Halle-Neustadt und die Hallische Tafel in der Evangelischen Stadtmission Halle e.V. An dieser Stelle nochmal allen, die da mitgearbeitet haben, Konrad, mal stellvertretend. Und alle, die gespendet haben, vielen Dank. Ostersamstag, ein Fest, ein Familienfest, so richtig festlich, feierlich. War es ja in Saarbrücken so richtig nicht. Haben wir mittlerweile so ein bisschen Erklärung für, was da in Sachen Moral, Zweikampfführung oder warum es einfach da so von Anfang an ein bisschen schief ging und sich dann durchgezogen hat. Ja, ist im Nachhinein immer relativ schwierig zu erklären. Ich denke, dass wir in der Gesamtheit bis jetzt ein gutes Jahr 2014 gespielt haben. Allerdings eben in dem einen oder anderen Spiel, sag mal, im Speziellen auch auswärts das Problem hatten, dass wir eben dort von der einen oder anderen Mannschaft auch ein bisschen überrascht worden sind. Ich denke, wir haben hier ein emotionales Spiel gegen Rostock erlebt, wo wir, sagen wir mal, von der ersten bis zur letzten Sekunde, muss man ja fast sagen, dort gefeitet haben. Und das haben, sagen wir mal, in Saarbrücken, die Saarbrücker uns dort diesen kleinen Tick voraus gehabt. Vielleicht hat der eine sich zu lange gefreut oder der andere, dass wir eben diese 46 Punkte, die wir uns vorgenommen hatten, erreicht haben. Und deshalb, sagen wir mal, ist das eine ärgerliche Niederlage gewesen. Wir hatten trotzdem auch in der zweiten Halbzeit dort die Chance zurückzukommen mit den 2 guten Möglichkeiten. Und wenn, sagen wir mal, bei dem dritten Ball der Linienrichter einfach mal richtig hingeguckt hätte und hätte den Ball, sagen wir mal, dann auch ausgegeben, wie er halt auch war, vielleicht hätten wir dann sogar bis zum Ende die Chance gehabt, irgendwo noch vielleicht den Anschlusstreffer zu machen. Wir haben dort das Spiel in der ersten Halbzeit verschlafen, keine Frage. Aber ich denke immer, mit dem, wie beide Mannschaften in die Saison gestartet waren, waren wir vielleicht vorigen Samstag die Unglücklicheren in Saarbrücken. Aber ich denke schon, dass, wenn man die Saarbrücker fragt, dass sie gerne in der Gesamtheit mit uns tauschen würden, wenn man die Gesamtsituation nimmt. Deshalb muss man diese Dinge dann auch immer ein bisschen relativieren. Und das zeigt natürlich auch, dass für alle die seit Wochen immer von diesem vierten Platz träumen, einfach auch sehen, dass in bestimmten Konstellationen oder in bestimmten Situationen dann eben die Mannschaft auch noch nicht so weit ist, um vielleicht irgendwo ein bisschen weiter oben noch mitzuspielen. Ja, und dann sollte man auch immer realistisch bleiben und bei sagen wir mal, im Wesentlichen 18. waren wir kurz vor Weihnachten und so einer Entwicklung dann das alles immer kritisch sehen, das ist keine Frage, aber es nicht überziehen, das ganze Ding. Aber ganz klar, der Trainer war
nach dem Saarbrücken-Spiel enttäuscht von der Leistung, die die Mannschaft oder die wir gemeinsam dort gezeigt haben. Das ist keine Frage. Aber das muss man dann auch relativ schnell wieder abhaken. Wir haben jetzt die Chance hier zu Hause gegen die Stuttgarter Kickers, die, ohne dass ich es nun statistisch, sagen wir mal, nun ganz genau belegen kann, aber eine sehr, sehr gute Rückrunde spielt. Schon die zwei Spiele, die im alten Jahr noch mit dazu gezählt haben, die sie beide, glaube ich, gewonnen haben. Und da sind sie, denke ich, ganz vorne in der Tabelle mit dabei, was die gesamte Rückrunde angeht. Sie spielen auch ein sehr, sehr konstantes Jahr 2014, haben so einen kleinen Ausrutscher gehabt zu Hause gegen Chemnitz, wo sie 3-0 verloren haben, aber ansonsten sehr, sehr stabil. Ist eine Mannschaft, die als Mannschaft sehr gut harmoniert, relativ konstant auch in der Aufstellung spielt. Wenn sie wechseln, haben sie in der Offensive immer mal die Möglichkeit, dort mal den einen oder anderen zu tauschen und sind trotzdem torgefährlich, können die Spiele unentschieden spielen oder gewinnen. Also ein harter Brocken, der auf uns hier wartet, aber auch eine reizvolle Aufgabe, sagen wir mal, einfach dort weiterzumachen, was wir hier zu Hause in den Heimspielen, denke ich, in einer richtig guten Art und Weise dieses Jahr gezeigt haben. Das ist ein bisschen Stärken Stuttgarter Kickers schon angesprochen. Im Hinspiel war es, glaube ich, auch so, dass sie, wenn sie dann richtig in Fahrt kommen, richtig viel Druck entwickeln können. Was heißt das konkret für die Abwehr oder für den Verbund mit den Mittelfeldleuten oder als ganze Mannschaft? Ja, ich erhoffe mir schon als Heimmannschaft hier, dass wir vielleicht die sind, denen es gelingt, hier zu Hause mit der Unterstützung des Publikums im Rücken Druck zu erzeugen, auch die Stuttgarter auch mal in Verlegenheit zu bringen. Wie gesagt, wir wissen, dass sie gut sind, dass sie als Mannschaft sehr gut verteidigen, dass sie ein gutes Umkehrspiel haben, dass sie in der Lage sind, nochmal, siehe Rostock, aus dem 0-2 noch ein 2-2 zu machen, dass sie mit viel Selbstvertrauen hierher kommen. Die grundsätzlichen Dinge, die bleiben, machen wir es in dieser Art, wie wir es gegen Rostock gemacht haben. Natürlich sind wir dann auch in der Lage, die Stuttgarter hier zu Hause zu schlagen. Aber diese Bereitschaft, diese Leistung, wie wir sie eben in diesem Spiel gebracht haben oder in den meisten, sage ich mal, oder fast eigentlich in allen Heimspielen zu Hause, gelingt uns das, dann haben wir eine gute Chance, auch hier wieder gut auszusehen. Zum Personal, Patrick, Frankie Cembolo fehlt wegen seiner 5. gelben Karte. Was hat sich sonst noch getan? Tim Kruse hat, soweit ich das aus der Ferne beobachten konnte, gestern, heute. Ja, das ist, Tim Kruse ist sozusagen die positive Sache von dieser Woche. Also er hat alle Einheiten mitgemacht, völlig ohne Probleme. Da bin ich schon sehr, sehr froh darüber, weil, Niklas Brandt krank ist, auch, das bis zum Wochenende nichts wird. Weil Pierre Becken, zwar dachte, dass es vielleicht wieder ein bisschen besser wird, er einsteigen kann, aber auch mit seinem Fuß immer noch solche Probleme hat, dass er da nicht spielen kann. Dass Björn Ziegenbein am Mittwoch im Training, einen Schlag oder zwei Verletzungen davon getragen hat, die beide, dazu führen können, dass es vielleicht am Wochenende nichts wird mit dem Einsatz. Also schon mit den Langzeitverletzten, die ja sowieso da sind, Coyola, Toni Schmidt, ich meine, über Wagefeld reden wir schon nicht mehr, auch Anton Müller, also ein eingeschränkter Kader, aber ich hoffe schon, dass die 12, 13 Mann, die noch an Feldspielern gesund sind, in der Lage sind, dann hier ein gutes Spiel zu machen. Ihre Fragen bitte mit, genau, Handzeichen und Frank, weiß nicht, Mikro. Diese Niederlage hat ja jetzt auch dazu geführt, dass die Mannschaft jetzt ja im absoluten Niemandsland der Tabelle steht. Was ist denn jetzt überhaupt noch die Motivation? Nach oben geht nichts, nach unten geht nichts. Ach, ich halte das immer, also gut, ich bin Trainer, aber ich war auch mal Spieler. Die Motivation ist von der Sache her, also zumindest bei mir, immer da, weil es, auf der einen Seite ist es natürlich schön, schon gerettet zu sein, das eher geschafft zu haben, Als voriges Jahr, aber die Motivation hier, ich sage, wenn ich es von Knut höre, dass da 11.000 Karten schon wieder verkauft sind, schon das alleine führt dazu, dass man ein gutes Spiel machen will, aber auch
dass wir Leistungssportler sind. Also wir machen ja den Fußball nicht hobbymäßig und sagen, ja, mal gucken, was rauskommt, sondern es ist unser Beruf. Und wer da einfach nur, sagen wir mal, ein bisschen ohne Berufsehre hat, für den gehört es dazu. Also deshalb, und ich sag mal so, es kam ja schon so ein bisschen im Ansatz auch mal die Frage vor dem Rostock-Spiel, dass es vielleicht um nichts mehr geht. Und ich denke, dort haben wir es bewiesen, dass wir in der Lage sind, uns dort, sagen wir mal, auch selber zu motivieren und sagen wir mal, dafür, dass wir hier zu Hause Spiele gewinnen wollen, alles zu geben. Es ist auch am Ende die Gelegenheit, auch mal den Charakter der einzelnen Spieler jetzt zu testen, gerade in dieser Situation und auch, was dann hier das längerfristige Bleiben beim Verein angeht? Na, definitiv ist es, wenn man es ganz realistisch sieht, ist jedes Spiel irgendwo ein Charaktertest. Die Voraussetzungen sind dann immer ein klein wenig anders, aber es ist hundertprozentig so, wo es vielleicht vermeintlich nicht mehr um Platz 4 oder was geht, dann zu sehen, wie hängt sich jeder rein, das ist, sagen wir mal, schon auch ein wichtiger Punkt, den wir dann alle gemeinsam am Samstag hier sehen werden. Haben Sie das Gefühl, dass einige Spieler schon so ein bisschen satt sind, zufrieden sind? Nein, habe ich eigentlich nicht das Gefühl. Also, es merkt man auch immer an der Reaktion, die dann nach den Spielen sind. Natürlich ist dann auch die Enttäuschung, sagen wir mal, in Saarbrücken nach diesen Niederlagen relativ groß. Und die Mannschaft weiß, dass sie mit solchen Niederlagen dann auch immer wieder so dieses, ich sag mal, dieser positive Gesamteindruck, der einfach 2014 da ist, dass sie sich den immer so ein klein wenig wieder so nicht kaputt machen, wäre zu viel gesagt, dafür stehen wir, denke ich, ganz gut da, aber das immer wieder ein bisschen nach unten drückt und das ist ja schon erstmal ein gutes Zeichen. Gibt es was Neues in Sachen Kaderplanung? Nein, natürlich, sagen wir mal, ist jetzt noch nicht so weit, dass wir sagen, wir haben schon irgendwo einen Spieler, der wieder verlängert hat oder der neu zu uns kommt. Aber wie gesagt, ich hoffe ganz einfach, dass dieser ganz große Umbruch, wie wir ihn voriges Jahr hatten, dieses Jahr nicht erfolgt, dass wir die Spieler, die wir halten wollen, dass es uns hoffentlich gelingt, die zu behalten und den einen oder anderen dazu zu holen. Natürlich laufen Gespräche, natürlich sind einige von uns immer wieder auch unterwegs, Spieler anzugucken. Und da sind wir, denke ich, auf einem ganz guten Stand, was diese Dinge angeht, ohne dass wir jetzt sagen können, wir haben da schon konkret jetzt irgendwelche Unterschriften vorliegen. Wird denn jetzt noch bis zum Saisonende die jeweils bestmögliche Mannschaft spielen oder ist es auch eine Gelegenheit, jetzt vielleicht doch schon mal den einen oder anderen, der sonst kaum eine Chance hätte, wenn es wirklich drauf ankommen würde, noch dann auch mal zum Einsatz zu kommen? Ja, grundsätzlich geht es darum, so viel wie möglich Punkte zu holen in den letzten oder in den verbleibenden Spielen und ich sage mal, einfach aus der Situation heraus, wie sie sich jetzt eben dieses Wochenende ergibt, dass der Sembolo gesperrt ist, dass Björn Ziegenbein vielleicht nicht spielen kann, wird automatisch für jemanden die Chance da sein, der vielleicht nicht damit gerechnet hat, jetzt irgendwo nochmal zum Einsatz zu kommen. Die Überlegung, den einen oder anderen Spieler, wo vielleicht eine relative Gleichheit da ist, nochmal auszuprobieren, die ist schon da. Aber neue Spieler jetzt in den Kader zu holen. Ja, neue Spieler ist zweiten von mir aus. Ja, neue Spieler. Wir haben ja, sagen wir mal, aus der zweiten Mannschaft mit Max Barnowski schon den, oder der ja noch A-Jugend spielen kann, mal im Trainingskader mit gehabt, mit Mustafa Amari, auch mit Chris Reher. Und die werden definitiv, wenn sich die Situation ergibt, schon immer mal im Kader jetzt mit dabei sein. Also auch gerade jetzt am Wochenende, wo wir ja wirklich wenig Leute sind definitiv da zwei Mann mit dabei, klar. Und Chris Reher ist ja jetzt, obwohl er nun wirklich nur mal punktuell bei uns mittrainieren konnte, ja schon mal ein paar Minuten reingekommen, einfach um da mal reinzuschnuppern. Gibt es eigentlich noch Spieler, wo Sie sagen, neuer Vertrag, das wackelt so ein bisschen, hängt davon ab, was die letzten Spiele noch passiert, oder sind die Würfe letztendlich schon bei Ihnen gefallen, wo Sie sagen, mit denen will ich weitermachen und mit denen halt nicht? Ja, also dort sind, sagen wir mal, in meinem Kopf und auch in den Gesprächen, das sind ja immer die Gespräche, die ich mit Ralf Kühne vornehmlich führe. Also dort sind wir uns schon weitestgehend einig. Natürlich gibt es das ein oder andere Fragezeichen gibt es schon noch. Wo denn? Das bleibt ganz geheim. Können wir mal eine kleine Osterüberraschung starten? Nee, wir freuen uns über das Osterei, was wir übrigens von SAW gekriegt haben.
von einem privaten Radiosender, Medienpartner. Und wenn wir uns dann vielleicht hinterher noch mal kurz über die Personalien unterhalten, im kleinen Kreis. Nee, also das wäre jetzt ein Quatsch. Ich habe noch ein paar Spieler in der Hand. Ich bin ja einer, der gerne mal nach der zweiten Mannschaft fragt. Wie wichtig ist das Spiel am Sonntag der U23 gegen die Erfurter Zweite? Wie wichtig ist der Klassenhalt für die U23? Na, beides ist schon sehr, sehr wichtig. Brauchen wir nicht drüber reden, weil natürlich die Erfurter jetzt wieder durch die letzten Ergebnisse herangerückt sind. Es schon irgendwo ein bisschen ein Spiel sein könnte, was richtungsweisend ist oder entscheidend werden könnte. Ich kann ja grundsätzlich was dazu sagen, dass ich schon denke, dass wir immer im Rahmen dessen, was möglich ist, die zweite Mannschaft versuchen, so zu unterstützen, dass sie auch die Punkte holen kann. Das haben wir versucht, werden wir auch am Sonntag versuchen, aber in der jetzt mal Entscheidung, auch wenn es vielleicht so aussieht, als würde es für uns um nichts mehr gehen, ist dann eben die erste trotzdem wichtiger, jetzt mal für den Moment. Aber es werden schon die Spieler, die dann auch spielberechtigt sind, am Sonntag in der zweiten auflaufen. Das haben wir aber, denke ich, also das ganze Jahr versucht so zu machen. Wenn Sie jetzt mal die Saison betrachten, sind Sie zufrieden mit der Entwicklung, was dort in der zweiten Mannschaft passiert, auch in der Hinsicht, dass was vielleicht nach oben rückt, einige Spieler? Ich muss mich mal entschuldigen. Das ist kein Problem, Herr Köhler. Ja, zumindest sind einige Spieler dabei, wo wir gewisse Ansätze erkannt haben. Nicht umsonst haben wir probiert, dort mit Mustafa Amari schon mal einen Spieler mit dazu zu nehmen. Haben auch jetzt mit dem Chris Reher, wo wir sehen, dass da was da ist. Und wenn eben die Möglichkeit gegeben ist, dort auch im Training bei uns mal mitzumachen, einfach auch ein bisschen Vorlauf schaffen für das nächste Jahr einfach schon, klar. Aber ist es so, dass jemand dabei ist, wo Sie sagen, jawohl, das könnte man eine Stütze werden, sowas wie ein Lindenhahn oder wie ein Mast oder so in der Größenordnung? Ja, dann, wie gesagt, Musti hätte vielleicht schon einen Schritt weiter sein können, wenn er nicht, sagen wir mal, sich das selber zwischendurch ein bisschen schwer gemacht hätte, weil er fußballerisch Potenzial schon mitbringt. So, aber das sieht man einfach an vielen Spielern, dass eben viele Dinge dazugehören, da muss er dran arbeiten, er hat sicher das Potenzial. Chris Reher habe ich in den Spielen, sagen wir mal, 3-4 Mal der zweiten Mannschaft gesehen. Dort hat er Dinge gemacht, die uns gemeinsam dazu bewogen haben, dass wir sagen, wir gucken ein bisschen genauer hin, geben ihm die Chance, bei uns mitzutrainieren. Aber jetzt zu sagen, es ist jetzt der kommende Dennis Mast oder Marco Hartmann, ich denke, jeder von den Spielern, auch die jetzt vielleicht schon mal den Sprung in die zweite Liga geschafft haben, haben ihre Zeit gebraucht und am Ende liegt es dann immer an jedem selber, wie er, sagen wir mal, die 3-4 Chancen, die er dann vielleicht bekommt, auch nutzt. Gibt es eigentlich noch Kontakt zu Dennis Mast? Ja, also ist ja, ja, aber nie jetzt, es ist logischerweise so, dass man sich für die Spieler interessiert, die mal hier waren. Bei Marco Hartmann ist es ja so, da läuft man sich ab und zu mal hier über den Weg, weil er ja, wenn er mal verletzt war oder wenn er mal frei hatte, ja auch hier beim Training zugeguckt hat, dann ergibt sich automatisch die Chance, mal zu reden. Aber natürlich habe ich auch Dennis Mast auch mal angerufen und so haben wir ihn gefragt, wie er sich fühlt, wie es ihm geht. Aber zum Beispiel auch schon vor Weihnachten. Und wie geht's ihm? Ja, er ist mit seiner Gesamtentwicklung nicht direkt unzufrieden, weil er eben sagt, der Sprung in die zweite Liga ist relativ groß und er macht sich Hoffnung, sich dort durchzusetzen. Hm. Wie beurteilen Sie das? Glauben Sie, dass das realistisch ist? Also ich denke, das muss der Herr Kautschinski beurteilen zum jetzigen Zeitpunkt. Er ist sein Trainer. Aber könnte ruhig mal wieder hier spielen, also das würden Sie... Also ich würde ja, brauchen wir doch nicht reden. Natürlich war Dennis Mast war wichtig, wir hätten ihn gern behalten und er würde uns hundertprozentig in der dritten Liga helfen, brauchen wir uns ja nun überhaupt nichts vormachen, aber er ist Spieler von Karlsruhe, hat dort Vertrag und
ich denke, das ist immer so eine Sache, dass wenn du als Spieler die Chance hast, in der zweiten Liga zu spielen, dass du dich natürlich auch versuchst, dort durchzusetzen. Und wenn du jung bist, eben auch an dich glaubst. Spielt er nicht. Und Leihgeschäfte gibt es ja auch, funktionieren ja mit Bertrand. Das ist richtig, aber wir sind ja noch in der alten Saison, da brauchen wir ja nicht über Leihgeschäfte fürs nächste Jahr schon reden. Aber Sie machen sich ja Gedanken. Dennis Mast ist immer ein interessanter Spieler, da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden und da brauche ich auch nicht irgendwas wegdiskutieren. Aber ich denke mal, der Junge wird versuchen, sich in Karlsruhe durchzusetzen. Die erste Reihe hat ihre Fragen erschöpft beantwortet bekommen. Thomas hat eine Frage Nummer 23 aufgestellt. Ich wünsche allen einen schönen Feiertag morgen. Samstag ein erfolgreiches Spiel insgesamt. Frohe Ostern. Bis demnächst. Danke. Tschüss.